Ich bin Roland Liebscher-Bracht und erkläre dir, wie das zustande kommt. Und zwei Übungen dazu sind einfach. Ina zeigt sie dir, ich erkläre sie dir. Stell dich mal locker etwas über Schulterbreit und nimm beide Hände rechts und links ans Becken. Und jetzt zieh mal deinen Bauchnabel ein und kipp dein Becken sozusagen nach vorne. Geh also aus dem Hohlkreuz raus. Und dann gehst du ins Hohlkreuz und machst das mal hin und her. Ja, einmal Becken vor, einmal zurück. Jawohl. Allein diese Ansteuerung macht dir schon viel klarer, wie du aus deinen Rückenschmerzen rauskommen kannst. Wenn du das einigermaßen gemacht hast, dann geh mal raus aus dem Hohlkreuz. Also kippe das Becken so, dass es schambar nach vorne kommt. Und in der Ausgangsposition nimmst du beide Hände hinten ans untere Gesäß, ziehst den Bauchnabel ein und schiebst jetzt deine Leisten zunehmend nach vorne. Lass den Bauchnabel eingezogen. Das ist nicht einfach. Du musst ein bisschen üben, damit es immer besser klappt. Und dann merkst du, es zieht über die Leisten und da arbeitest du an deinen Hüftbeugern. Und der verkürzte Hüftbeuger mit zu viel Spannung ist der Hauptgrund für das ganze Ungemach der Rückenschmerzen, der Bandscheibenvorfälle, Facettengelenksarthrose, Spinalkanalstenose, Gleitwirbel. Das alles hängt ursächlich damit zusammen. Und mit dieser einfachen Übung beugst du vor oder reduzierst die Spannung, wenn es schon passiert ist, sodass das, was sich regenerieren kann, sich nur regeneriert. Du kannst auch gerne dabei den Kopf nur überstrecken. Dann geht die Dehnung noch weiter in den oberen Rücken und in den Hals-Nacken-Bereich. Und das machst du 2 bis 2,5 Minuten. Einmal am Tag hast du schon die Gewinnerstraße betreten. Und jetzt müssen wir uns noch das Gegenteil angucken, nämlich hinten die Verspannung der tiefen Rückenmuskulatur, die ein Resultat der Verkürzungen vorne sind. Beug dich zunehmend nach vorne und mach den Rücken immer runder und halte dich an den Beinen fest. Und jetzt ziehst du hier hinten das, was verkrampft verkürzt ist, das ziehst du schön langsam und lange alles wieder auf, kommst dann wieder hoch, fühlst rein und merkst schon viel, viel besser. Und ein Erklärvideo dazu findest du hier. Da wird alles, was Rückenschmerzen zu tun hat, das wird erklärt, guckst dir an, weil Wissen ist Macht und ich will dir die Macht geben, dass du alles gut in deinem Körper einschätzen kannst. Das war Roland Liebscher-Bracht für deinen Rücken.